was versteckt sich hier hinter der Ecke? Das ist ein Audi RS6. Kein Kommentar zu diesem Fahrzeug. Der ist echt heftig. Wirklich, dass ich das sage, ist schon wirklich ein Wunder, weil ich fast jedes Auto, ich sag mal, verändern würde. Hier würde ich nur ein paar Kleinigkeiten machen, glaube ich, weil der mir eigentlich sehr, sehr, sehr gefällt. Ja, Conti-Reifen serienmäßig, sehr schön. Ja, wie groß sind die Felgen denn? Warte mal, wir gucken hier. 22 Zoll serienmäßig und die sehen echt klein aus, finde ich. Ja, dafür, dass die serienmäßig sind in 22 Zoll, ja, ist das sehr, oder wirkt das sehr klein, ja. So, Diffusor ist nicht wirklich meins, wenn ich ehrlich sein soll, ja. Das gefällt mir nicht wirklich. Da habe ich Bauchschmerzen, wenn ich ehrlich sein soll. Ist der breit. Schau mal, je weiter ich weggehe, wirkt er noch breiter. Also heftig. Ich glaube, das ist 40 mm pro Seite breiter. Wir machen unsere Widebody Kits in normalerweise immer so 50 mm pro Rad. Ja. Und das Monster hat hier 40 mm serienmäßig. Also ich darf das Ding Monster nennen, weil ich glaube, das ist auch ein Monster. So, Thema zum Diffusor. Ja, schaut mal, das ist nicht so wirklich meins. Zu geschnörkelt für ein RS6 Monster. Ja. Die Auspuffblenden finde ich sehr schön. Ja, die würden wir auch behalten. Ja, da gibt es auch keinen Ärger mit der Polizei, wenn man da irgendwas anderes verbaut etc. Aber der Diffusor muss zur Seite gegen unserem ausgetauscht werden. So, die Felgen, schaut mal, das ist so ein bisschen wie Carbon-Optik. Das sind jetzt Winterreifen, deswegen sieht man das nicht so gut. Aber auf den Sommerrädern, die sind so schwarz, silber, ja, gepunktet. Das sieht echt cool aus. Ich habe das Auto schon im Sommer gesehen. Da hat mich das Autohaus Schauerte aus Plettenberg eingeladen. Vielen Dank nochmal für die Einladung zur Präsentation von RS6, RS7 und RS Q8. Ja, ich muss eins sagen, das Auto wirkte auf der Präsentation nie so wie jetzt hier. Ja, also die Breite war nicht zu sehen wie jetzt hier, ja, auf diesen Bildern. Klar, da war vielleicht in der Halle, ja, Präsentation war sehr schön, aber da war es etwas dunkler durch die ganzen Menschenmassen, die da waren, wirkte das nicht so wie jetzt hier. Na, also, wir werden den Diffusor machen im Vollcarbon, ja, ein paar Seitenschweller, ja, wir machen Seitenschweller Lippen und das, was schwarz ist hier, das machen wir in Carbon, sehr schön, ne? White Body machen wir nicht, nicht mehr dafür. Aber ja, auf dem Kotflügel machen wir ein paar schöne Aufsätze hier, dass er etwas, ich sag mal, brutale Optik bekommt. Eine schöne Frontspoilerlippe bekommt er. Ja, und ja, ein paar Kleinigkeiten, die wir hier in Carbon, ein paar Cupwings, ja, in Vollcarbon machen. An diese Sensoren oder Radaren heißen die, glaube ich, habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt. Ja. Also bei den ersten Audi-Modellen, die ich dieses Jahr gekauft habe, war es ein bisschen ungewöhnlich, aber man gewöhnt sich an diese kleinen Klopper. Ja, sehen ein bisschen aus wie so ein Polizeiauto. Ja. So, auf jeden Fall lasst euch überraschen. Da werden wir ein schönes Bodykit für den RS6 in Vollcarbon bauen. Wir haben von dem alten RS6 Widebody Kit, was wir hatten, ja, hatten wir wirklich sehr, sehr, sehr viele umgebaut, ja, und verkauft. Also das war auch ein sehr guter Verkaufsschlager von uns.
Deswegen haben wir diesen RS6 auch bei dem Autohaus Schauerte in Plettenberg gekauft. Ne? Der Benny ist ein sehr guter Freund mittlerweile geworden von uns. Und wir kommen bei jedem Wagen irgendwie auf einen Nenner. Ne? Sehr schön. So, lass uns jetzt fahren. Und dann schauen wir, was der so kann. Auf jeden Fall, das Auto ist sehr hart, aber man kann sich dran gewöhnen. Ja? Ich glaube, dadurch, dass ich die ganzen A8 Modelle oder A7, was ich fahre, immer mit Luftfahrwerk habe, ist das Auto für mich natürlich extrem hart. Ne? Jo. Aber sonst sieht das hier wie bei mir bei dem A7 aus. Die Sitze erinnern mich sehr an Lamborghini Urus. Ja? Den haben wir auch letztens umgebaut und deswegen erinnert mich das alles hier so ein bisschen an einen Mix. Ja? Ich weiß nicht, wer von wem. Ich gehe davon aus, dass Lamborghini ein paar Teile sich vom Audi ausgeliehen hat. Ja? Was schön ist, ist das Tacho. Ist etwas anders als bei dem normalen A7, A6 Modell oder A8 von der Form her. Finde ich sehr schön. Ne? Joa. So sieht's aus. Das ist alles schwarz. Ja? Ich hätte das vielleicht ein bisschen in Alcantara gemacht. Ich glaube, das ist auch bestellbar bei Audi ab Werk, aber hier bei dem Modell oder bei unserem Modell nicht. Ne? Was für mich wichtig ist, dass das Auto nicht eine hohe Geschwindigkeit hat, sondern wie er dahin kommt. Ja? Guck mal, wie schön der fährt. So, der, ich bin immer Audi. Audi fährt nicht, sage ich immer. Audi gleitet. Ja, also Audi ist wirklich. Guck mal, das Lenkrad, wie das schön weich funktioniert alles. Also wirklich sehr, sehr, sehr schön. Geil. Also ich liebe diesen Sound. Das ist mein erster RS6 oder beziehungsweise ein RS-Modell. Da ich immer so viel fahre, ist das bei mir macht mehr Sinn, dass ich einen Diesel fahre. Ja, ich fahre immer die großen Dieselmodelle von Audi. Und ja. Also auf den ersten Eindruck geil. Ja, ich bin glücklich, dass ich das Auto gekauft habe. Auch die Anfrage ist sehr hoch für das Auto, dass wir Teile für das Auto bauen. Ja, jetzt ist leider Weihnachten dazwischen gekommen oder kommt. Ja, und ja, das macht uns als Unternehmen so ein bisschen Kopfschmerzen, weil ich kann da ja nicht Vollgas geben. Ne? Alle haben Urlaub, alle haben Weihnachten. Ja, schade, sonst hätten wir das Auto im Januar schon fertig. Also das Lenkrad ist sehr, sehr, sehr weich. Mein A7, A8, die hatten kein Alcantara-Lenkrad. Ich bin gespannt, wie das nach einem halben Jahr aussieht, weil bei den Konkurrenten oder Mitbewerber von Audi mit den drei Buchstaben sah das aus, ja, nach 6 Monaten mit 10.000 Kilometern sah das aus, als wäre das schon 100 Jahre alt. Ja. Und das ist natürlich sehr schade, dass man wirklich keine hohe Qualität verbaut. Jetzt fahren wir auf die Autobahn. Krasses Ding. Kann man das hören, glaube ich? Ich weiß nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob man das hören kann, aber der hat einen geilen Sound. Aber wenn man vom Gas runter geht und ein bisschen gibt, schaut mal, hört man gar nichts. Also wirklich sehr wenig. Deswegen ist das auch eine coole Reiselimousine oder Reisekombi, sag ich mal. Ja? Kann man die ganze Familie reinpacken, ab nach Österreich, schön im Schnee. Halt mal ein bisschen auch hier. Dann haben wir im Auto ein bisschen heller. Schönes Auto, wirklich, wirklich schönes Auto. Ja. Fühlt sich alles gut an. Bei Audi ist ja so, dass alles, auch diese Silberleisten hier, die fühlen sich wirklich super an. Also wirklich, egal was man anfasst hier in dem Auto, fühlt sich alles, wie sage ich immer, Tico-Taco an. Ja. Schöne Touch-Bildschirme, wie bei dem, ja, wir haben schon so viele Audi-Modelle umgebaut letzte Zeit. Den Q8, den A8, den A7, jetzt den RS. 6. So, wir fahren 100 km/h, 101. Jetzt treten wir mal durch, gucken, was passiert. Fuck, ist das geil. Boah, 180, 190, 200, 220. Wow. Also
30. Wirklich, das ist da, also wirklich geil. Geil, wirklich, Leute, Hammer. Also, fahrt zum Audi-Händler, heute ist das Ding als Probefahrt. Hammer. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte nicht den A7 gekauft, sondern den RS7. Aber den gab es dann noch letztes Jahr nicht. Deswegen, was ich hier richtig krass finde bei dem Auto, ist, wenn man im hinteren Spiegel guckt, ja, sieht man die dicken Backen im Spiegel. Ja? Also fett, wirklich, wirklich, wirklich fett. So, auf dem Tacho kann man hier Leistung sehen, zum Beispiel 7%, 6% und so weiter und so weiter. Ich höre jetzt nicht WD4, ich habe das lautlos. Jetzt sehe ich gerade hier WD4. Ja, ich habe gestern ein Video von JP gesehen. Und zwar, der dürfte das Werk vom Audi besichtigen, wie die Karosserie entsteht und so weiter. Finde ich, ich fand das Video sehr, 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 sehr schön. Ja? Also, dass man da sich wirklich aus dem bisschen Metall oder Aluminium, ja, quasi ein Auto entsteht mit so ganz vielen Robotern und so weiter. Also fand ich sehr, sehr, sehr interessant. Ja? Ja, zum Auto, der hat 600 Pferdchen, 800 Newtonmeter, der geht Kurve ab wie Zäpfchen, ohne Scheiß. Der hat einen Schub nach vorne, Mama Mia, ohne Scheiß. Also wirklich, der macht richtig Bock und Laune, ja? Er bringt mich zum Lächeln. Und das ist wichtig bei einem Auto, dass mich ein Auto, was Dampf hat, zum Lächeln bringt, ja, also diese Glücksgefühle, was man hat, wenn man beschleunigt, die kann man wirklich nicht beschreiben, ne? So, wir haben ein bisschen gedreht auf der Autobahn, jetzt geht's weiter, hat einen guten Halt hier in den Kurven. Was wir auf jeden Fall machen müssen bei dem RS6 ist ein paar Gewinderfedern von Haunier. Ich muss da, glaube ich, mit Haunier telefonieren, dass die für uns ein paar Federn machen. Gewindefedern, damit wir das schön an die Schmiederräder, die wir hier ins verbauen werden, anpassen können. Ja? Also mit den Gewindefedern kann man das wirklich alles perfekt anpassen. Schön tico-taco, bündig mit dem Reifen und so weiter. Warte, muss ich drauf an. Was man nicht jetzt sehen kann, ne? Also wirklich, wenn die Autofahrer, ne, mich überholen oder so, gucken alle. Wirklich. Die gucken alle. Ja. Man sieht mal so ein Monster auf der Straße, ne? Nicht jeden Tag. Also der geht gut. Also wirklich, ich tippe nur ein bisschen Gas und das Ding dreht durch. Also wirklich. Oh, geil. Was ich bei dem Auto super finde, ne? Ich gebe Vollgas und der fährt kerzengerade. Ja. Ich habe eine SL63 gehabt und da ist mir das Ding wirklich so bei 150, wenn man durchgetreten hat, nach links und rechts gegangen. Also wirklich so schwammig. Ja. Der hat das nicht. Also der Audi RS6 hat sowas nicht. Ich mache die Musik ein bisschen leiser, sonst könnt ihr mich nicht hören. Achtung, jetzt ist es ein bisschen frei. Scheiße, geht das Ding da vorne. Scheiße, geil. Also wirklich 200 hier, das erreicht man in 0, nix. Man merkt, die 600 PS wollen einfach nach vorne. Ja. So, also auf jeden Fall, wir werden für das Auto ein paar Carbon-Teile machen, für innen und für außen. Es ist auch möglich, mit dem Auto ganz entspannt zu fahren. Ja. Dann ist er auch leise. Also ich weiß nicht, kann man mich sehr gut hören. Ich hoffe es. Oder man drückt da unten ein bisschen drauf und dann ist das wie Achterbahn fahren mit viel Spaß. Ja. Verwundern. Familienkombi mit Fun-Effekt von, auf der Skala von 0 auf 10 landet der Audi bei mir bei 6. Weil das, ich bin echt, ich spiele das nicht. Ich bin sehr glücklich in dem Auto. Preis-Leistung sehr gut. Für so viel PS so ein Luxus oder so ein Monster. Also
beides ist hier bei dem Auto möglich. Ja. Nein, Stau. Ich hasse Stau. RS6 im Stau. Nein. Und da hat keine Massagensitze. Ne? Ich habe bei dem Audi A6 und bei dem A7, bei beiden Modellen, die ich habe, habe mir extra Massagesitze bestellt. Weil wenn so längere Strecken gefahren werden, ist das natürlich sehr angenehm. Ich bin wirklich alle Modelle schon gefahren, von Stern, drei Buchstaben oder auch verschiedene Audi-Modelle. Ich muss eins sagen, Massagesitze, ich weiß, klingt jetzt ein bisschen doof, aber Massagesitze hat Audi mit Abstand die besten. Ja. Hier wird man wirklich so richtig intensiv massiert. Das leider nicht, ja. Aber meine anderen Modelle haben das. Und das ist, man muss das ausprobieren, weil das kann man sich gar nicht vorstellen, wie intensiv und feste. Das ist schon richtig, du merkst das richtig, ja, dass die Sitze die massieren. Ja. Bei den anderen Modellen ist das so ein bisschen wie so, ja, als hätte mich jedermann so ein bisschen leicht angefasst, so ein bisschen, so kleine Kugelchen hinten. Aber Audi hatte sehr, sehr, sehr schöne Massagesitze. Ne? Das finde ich sehr schön. Schön dickes Lenkrad. Was mir nicht gefällt beim Audi, Entschuldigung, die silbernen Leisten. Ich weiß nicht, wer sich dazu ausgedacht hat, aber mir gefällt das überhaupt nicht. Ja, zum Glück sind die nur ein bisschen silber hier. Ja, aber da werden wir wahrscheinlich die ganzen Silberteile in Carbon machen, weil das kann ich so nicht lassen. Vorher. RS6. Schön. Respekt an Audi, wirklich. Wie ich schon von außen gesagt habe, ich würde an fast jeden Wagen was verändern, aber hier sind sogar die Fußmatten so schön detailliert, ja, und so schön verarbeitet, wirklich, also ganz toll. Wir machen gleich ein paar Nahaufnahmen, wie so Kleinigkeiten. Also wirklich, hier ist in dem Auto alles durchgedacht. Ja, wirklich, das ist Wahnsinn. Also wirklich, ich glaube, die Audi-Leute, die lassen sich erstmal was einfallen, dann testen die das 7000 Mal und dann wird es erstmal veröffentlicht oder in den Markt gebracht. Aber der Sitz ist sehr gut. Man sitzt wirklich in dem Auto sehr, sehr, sehr schön. Ja, Jack. Wirklich, also sehr gemütliche Sitze. Sogar die Schaltwippen sind wirklich sehr, 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 sehr hochwertig. Ist sogar so Kleinigkeiten bei dem Auto, ja, wie der Start-Stopp-Knopf, ja, wo man das Auto startet und wieder ausmacht, ist rot abgesetzt. Ja. Sehr schön. Gut verarbeitet. Jo. Wie gesagt, mit dem Alcantara-Himmel, da müssen wir noch dran arbeiten. Da werden wir das, glaube ich, austauschen. Ist nicht schlecht. Wahrscheinlich pflegeleicht, ja. Aber Alcantara hat immer so einen Touch von gewisser Wärme, glaube ich, ja. Wenn ich es so sagen darf, wenn man das so nennt, ja, oder nennen kann, darf, keine Ahnung. Achtung, ich drücke drauf. Familie im Urlaub fährt, ne? Ja, dann ist man ratzfatz von uns aus in Österreich. Ja. Ich mache oft in Österreich Urlaub und so ein Auto, glaube ich, im Winter wird da richtig Bock machen. Ja. Schön Quattro, ja, und Dampf, da werde ich ein paar Leute ärgern in Österreich, wenn ich nächstes Mal hinfahre. Wir sind bei 50% Power zurzeit. Ja. Hier kann ich alles auf dem Tacho sehen. Autos vor mir, ist nicht mehr möglich, irgendwas zu machen. Aber das ist heftig, sehr schön, traumhaft, wirklich traumhaft. Ich bin einfach in den RS6 verliebt. Ja, und ich bereue, dass ich den Vorgänger schon nicht gekauft habe. Ja? Ich habe immer davon gehört, viele Kunden haben darüber berichtet, du musst unbedingt einen RS6 haben, der ist so toll und so weiter und so weiter. Ich so, ja, habe ich nie geglaubt. Aber wenn man einmal mit dem Geschoss gefahren ist, ja, ich glaube, will man immer fahren. Ja,
das ist wirklich unbeschreiblich. So, also wer viel arbeitet, hat auch Durst. Also der Verbrauch bei dem Audi R6 ist etwas höher als erwartet. Also die neueste Generation von den Fahrzeugen sollte nicht mehr als 15 Liter verbrauchen. So ist meine Meinung. Ja, das ist der kleine Nachteil, wenn man Spaß haben will. Ne? Nur für jeden Tag, ich sag mal, wenn der 18,5 Liter steht, ich gehe davon aus, dass er ein bisschen mehr sich wegschluckt. Und ja, also ich schätze mal, so 20 Liter wäre realistisch, das Auto zu fahren. Was richtig cool aussieht, oder was cool ist, dass diese kleinen Sicherheitsanschnaller abends beleuchtet sind. Ja, das sieht richtig cool aus. Auch das Gesteppte hier. So, das war's hier aus Kamp-Lintfort. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ja, lasst mir ein Like und Abo da oder kommentiert, was wir demnächst machen sollen, was euch gefallen würde, was wir so ja, abdrehen können. Heißt das so, abdrehen können? Ich glaube schon, ne? Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Ciao. Der geht Kurve ab, Zäpfchen. Ohne Scheiß.